Ja, hallo. Schönen guten Abend. Toll, dass wieder so viele hier erscheinen. Wir haben den nächsten Talk. Wir haben den Simon Martinelli bei uns. Viele von euch kennen ihn. Er war jahrelang bei der Java User Group mit im Vorstand. Und heute ist er mal als Präsenter hier. Das Thema: Es muss nicht immer Angular sein. Ein bisschen provokant, aber ich bin mal gespannt, was er uns da Tolles zu erzählen hat. Vorher noch ein paar technische Informationen. Oder administrative Informationen. Oh, ich bin auf der falschen Folie. So, da will ich hin. Genau. Wir haben, das habt ihr sicherlich schon im Warteraum gesehen, unsere Sponsoren. Die sind ganz wichtig, auch und gerade in den aktuellen Zeiten, dass die uns die Treue halten. Und dank unserer Sponsoren sind wir überhaupt erst in der Lage, dass wir hier solche Talks organisieren können, ob das dann die Vor-Ort-Talks sind oder auch die Online-Talks, und da freuen wir uns natürlich ganz besonders drüber. Hier im Big Marker habt ihr die Möglichkeit, miteinander zu chatten. So ein paar tun das auch schon. Die schreiben hier gerade in den Chat rein. Wenn ihr Fragen an den Simon habt, dann könnt ihr oben neben Chat auf Fragen klicken und dort auf die Fragen, den Fragenbereich wechseln und dort eine Frage reinschreiben. Wir werden das regelmäßig schauen, welche Fragen da drin sind, und dann wird Simon die entsprechend beantworten. Der Chat ist nur für euch, da könnt ihr miteinander selber diskutieren über das Thema, oder falls es ein technisches Problem gibt, einfach reinschreiben, ich werde da auch mitlesen. Hier bei BigMarker haben wir eine Verzögerung von so 10 bis 15 Sekunden. Das haben wir explizit so konfiguriert, damit der Stream auf dem Server ein bisschen gepuffert wird und dann noch optimiert wird und ihr eine stabile und hoffentlich qualitativ auch hochwertige Ausgabe auf eurem Bildschirm habt. Das führt natürlich dazu, wenn jetzt der Simon eine Frage stellen sollte, dass es dann 10 bis 15 Sekunden dauert, bis ihr sie hört, und dann noch ein paar Sekunden, bis dann die Antwort beim Simon ist. Am Schluss des Vortrages, wenn das Webinar beendet wird von uns, dann werden alle Teilnehmer auf den Feedbackbogen weitergeleitet. Seid bitte so nett und füllt den aus. Der ist ganz wichtig für uns als Java User Group, aber auch für den Simon, dass wir wissen, wie ist der Talk angekommen, das Thema, passt das alles? Und wenn ihr den Feedbackbogen ausgefüllt und abgeschickt habt, erscheint danach ein Teilnahmeformular. Da könnt ihr eure E-Mail-Adresse eingeben. Und unter den Teilnehmern eines ganzen Monats, also jetzt den Monat August, wird eine Jahreslizenz von IntelliJ IDEA Ultimate versteigert. Den Gewinner geben wir dann am Ende des Monats bekannt. Wir haben auch einen YouTube-Kanal. Viele von euch wissen das schon. Den findet ihr, ja, so eine lange Kanaladresse ist unansehnlich. Den findet ihr, wenn ihr yt.jack.ch eintippt oder youtube.jack.ch, dann werdet ihr weitergeleitet. Unsere Talks hier nehmen wir auf, und wenn wir die dann noch ein bisschen mit so einem Intro verschönert haben, dann wird in den nächsten Tagen auch dieser Talk hoffentlich online bei YouTube erscheinen. Ebenfalls ein bisschen Werbung für unseren Slack-Kanal. Dort könnt ihr euch noch austauschen. Der Simon hat sich auch bereit erklärt, wenn das Webinar hier vorbei ist, dass er dann auch in den Slack nochmal reinschaut, sodass, wenn dann noch irgendetwas sein sollte, irgendwelche Fragen oder Diskussionen, dürft ihr die gerne dort weiterführen. Simon und ich werden ebenfalls dort sein. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Administrativen und dem Intro. Und ja, ich freue mich auf den Vortrag von Simon, und ich bin schon ganz gespannt, was ich da heute wieder lernen kann. Danke, Simon, dass du da bist, und viel Spaß. Ich schalte jetzt um auf dein Screen. So. Gut, hallo zusammen. Wie gesagt, es geht um nicht immer Angular. Grundsätzlich könnte da auch stehen, nicht immer React oder nicht immer Vue, was auch immer. Ich habe Angular gewählt, weil das so zum Enterprise-Framework geworden ist in den letzten paar Jahren. Vielleicht zu mir: Ich bin schon länger da in der Softwareentwicklung tätig, seit 25 Jahren genau genommen. Bin seit mehr als 10 Jahren selbstständig und Dozent an der Berner Fachhochschule nebenbei. Bin in Java-Spezifikationsrequests dabei, und eben die, die mich kennen, kennen mich wahrscheinlich von der Java User Group, wo ich bin, mithelfe nach wie vor zu organisieren. Um was geht es heute? Ah, noch vorneweg, die Code-Beispiele, die sind abgelegt unter GitHub, unter dieser Adresse. Ihr kriegt dann die Folien sicher auch zur Verfügung gestellt auf der Java User Group Homepage. Dort könnt ihr die dann runterladen. Vom Inhalt her werde ich über ein Projekt berichten.
Also ich werde nur eine kurze Einführung machen in Vadin und in Chuuk. Es geht vor allem ums Projekt und zu zeigen, was haben wir da gemacht und warum haben wir diese Technologien gewählt. Kleinen Einblick in verschiedene UA-Modelle und dann eben die zwei Technologien, die ich euch gerne zeigen möchte. Das Projekt sieht folgendermaßen aus. Das auf der linken Seite mit dem braunen Balken, das ist das alte, und das mit dem türkisfarbenen Balken ist das neue. Also es geht um ein Modernisierungsprojekt. Wir haben eine ERP-Applikation, ein Produkt, das von Kunden im deutschsprachigen Raum eingesetzt wird, also das heißt primär in der Schweiz und in Süddeutschland, und das von Kunden im Bereich KMUs eingesetzt wird, IBA, Office World zum Beispiel, also Büromaterialverkauf, aber auch Lebensmittel wie zum Beispiel die Swiss Shrimps verwenden dieses ERP-System. Es geht um die Modernisierung des Backend-Systems, also um den Artikelstamm zum Beispiel, um die Kundenverwaltung, Preislisten sehen wir hier, der Webshop, der ist separat und in einer anderen Technologie. Also es geht um klassische, datenzentrierte Applikationen, die wir hier modernisieren müssen. Zuerst ein paar Zahlen vielleicht, damit man da den Umfang ein wenig sieht. Grundsätzlich ist das ERP-System mit Oracle Forms gebaut. Oracle Forms, für die, die es nicht kennen, ist mittlerweile so, dass sie den View-Code in PLSQL schreiben. Und das Ganze läuft dann zur Laufzeit auf einem WebLogic-Server und generiert eine AWS-Wing-Applikation, die über WebStar gestartet wird. Und hier haben wir heute ca. 800 Formulare, also das heißt 800 Eingabemasken in dem Sinn. Die Datenbank selber, die hat 1800 Tabellen und Views, und die Business-Logik ist in 4600 Prozeduren und Funktionen abgelegt. Das heißt, wir haben ein klassisches, datenzentriertes ERP-System, wie es so viele gibt, wie es im Prinzip ja auch SAP ist. Nur einfach besser als SAP logischerweise, aber mit sehr vielen Daten dazu. Dann kommt erschwerend dazu, dass das Ganze ein Produkt ist. Das ist nicht eine Inhouse-Applikation, die für eine Firma gemacht wurde, sondern ist für den Kunden da und deshalb auch hochgradig anpassbar. Das heißt, man kann im Prinzip das UI so gestalten, wie man gerne möchte als Kunde. Man kann Felder ausblenden, Felder ändern, individuelle Felder hinzufügen, die irgendwelche Daten darstellen und so weiter. Und um dieses System abzulösen, war die erste Idee von meinen Kunden, dass man das mit einer sogenannten Low-Code-Lösung machen kann. Low-Code oder No-Code oder was auch immer, hieß früher RAD, also Rapid Application Development. Und es geht darum, dass man sehr rasch Applikationen bauen kann. Das Dumme an diesen Technologien ist eben nur, dass das eine typische 80-20-Regel dahinter ist und 80% des Ganzen geht wahrscheinlich relativ rasch, aber für die restlichen 20% steckt man dann nochmals 80% Aufwand rein. Und eigentlich war es so. Also das heißt, der Kunde hat jemanden gesucht, der ihm hilft bei der Modernisierung, im Prinzip eigentlich auf Basis dieses Low-Code-Tools. Und dann bin ich dazugekommen, wir haben einen Workshop gemacht und das Ganze mal angeschaut, und ich habe dann die Frage gestellt, ja, wäre es nicht möglich, das UI aus der Datenbank mehr oder weniger zu generieren? Also das heißt, statt dass wir mit Low-Code-Systemen da diese 800 Formulare irgendwie abbilden, sollte es doch irgendwie möglich sein, diese auch zu generieren. Und der Punkt war, dass eben die Firma, die das Low-Code-System entwickelt hat, die hat relativ viel Aufwand auch reingesteckt, um da Erweiterungen zu bauen, damit das Ganze funktioniert. Und ich habe dann gesagt, ja, schauen wir mal an, was das macht. Und dieses Low-Code-Werkzeug, das kann im Prinzip verschiedene Output generieren. Das konnte meine Swing-Applikation generieren. Das war nicht interessant, weil der Kunde will ja eine Web-Applikation haben. Und das System konnte auch eine Web-Applikation generieren, und das war Vadin-basiert. Vadin Alt, wir werden dann heute die Version kennenlernen, Vadin Alt hat es da generiert. Und ich habe dann die Frage gestellt, ja, ob wir nicht einen Prototyp machen wollen, um das Ganze zu generieren auf dieser Datenbasis, um das direkt mit Vadin zu machen und nicht einen Umweg über ein Zwischenmodell, das dann effektiv ein UI generiert. Das ist so die Art und Weise, wie ich da reingekommen bin.
Vielleicht noch der Grund, warum dass man überhaupt ein Webfrontend wählt. An und für sich, wenn man wahrscheinlich die Benutzer fragen würde, dann würden die eventuell kein Webfrontend wollen. Weil wenn sie Massendaten mutieren müssen, Artikelstamm, zum Beispiel neue Artikel erfassen müssen, dann sind sie wahrscheinlich mit einer Desktop-Applikation besser bedient, die ist besser tastatursteuerbar, die reagiert unter Umständen besser als eine Web-Applikation und bietet soweit mit Vorteile. Das Problem ist aber, dass der Kunde ja nicht nur bestehende Kunden hat, der möchte auch gerne neue Kunden gewinnen für sein Produkt. Und deshalb ist es klar, dass das modern aussehen muss und eben auch im Web laufen muss, damit der Kunde oder die Benutzer des Kunden dann nichts installieren müssen. Das ist so der Hintergrund. Und dann habe ich eben diesen Prototyp mit Vadim gemacht und mit dem Kunden besprochen, wie das funktioniert. Und dann haben wir eine erste Iteration gemacht und gemerkt, ja, okay, das ist eine gute Idee, das ist besser als Low-Code. Wir begraben den Low-Code Prototypen, den es gegeben hat, und fahren auf diese Basis weiter. Und was dann rausgekommen ist, ist im Prinzip das da. Und zwar haben wir nicht ein Laufzeit generiert, das ist vielleicht falsch, es wäre eher ein Laufzeit erzeugtes UI, das heißt, der Benutzer greift auf ein Modul zu. Ein Modul in einem ERP-System ist in der Regel eben ein Bereich, zum Beispiel die Kundenverwaltung. Und dann, wenn der Kunde das erste Mal darauf zugreift oder der Benutzer, dann wird das UI erzeugt. Und zwar werden Daten aus der Datenbank geladen und auf Basis dieser Daten werden dann das UI mithilfe von Vadim erzeugt. Das ist die Idee. Im Wesentlichen ist wichtig ist, dass eben das Ganze dann auch noch abhängig ist von den Daten. Je nach Kundenart zum Beispiel sieht man dann andere Informationen oder zum Beispiel auch je nach Benutzergruppe, der kann dann vielleicht mehr oder weniger machen und sieht dann auch entsprechend weniger. Das hier, das ist dann der UI-Editor, der wie er im Moment aussieht. Das heißt, der Kunde oder der Projektleiter, der das konfiguriert für den Kunden, der kann dann über diese Baumansicht an und für sich die Eigenschaften der einzelnen Felder, der einzelnen Formulare, Tabellen und so weiter, dass es halt für UI-Elemente gibt, kann er die hier eingeben. Das ist sehr umfangreich, weil man eben das relativ viel kann. Das Produkt im Übrigen ist ungefähr 30 Jahre alt, also die erste Version ist circa 30 Jahre alt. Die Datenbank selber, die ist immer noch dieselbe, also im Sinn von das Grundmodell ist immer noch dasselbe, das wurde natürlich erweitert. Aber an und für sich machen wir im Moment ungefähr die fünfte Version des UIs. Das zeigt auch wieder, dass bei eben datenzentrierten Applikationen eigentlich die Datenbank viel wichtiger ist als das UI. Das UI ist ein Wegwerf, ist jetzt ein wenig böse gesagt, aber etwas, was man dann vielleicht in 10 Jahren wieder überarbeiten will und neu machen will. Und deshalb ist die Business-Logik im Übrigen auch in der Datenbank, in Stored Procedures abgelegt. Was wir machen ist, wir machen View-Logik in Java-Code, aber der Rest des Codes ist effektiv in der Datenbank abgelegt. Genau. Jetzt, damit wir ein wenig die verschiedenen Varianten einordnen können, möchte ich kurz einen Rückblick machen auf UI-Modelle. Wir haben im Prinzip 2 Page-Lifecycles. Wir haben serverseitiges Rendering, das ist klassischerweise JSF, Spring MVC, ASP.NET zum Beispiel oder PHP. Und wir haben auf der anderen Seite Single-Page-Applikationen. Und wesentlich hier ist zu sagen, dass eben Vadim zwar mit Java entwickelt wird oder dass eine Variante ist, das werden wir dann sehen, dass es aber trotzdem eine Single-Page-Applikation zur Laufzeit ist. Das werden wir dann auch sehen in der Demo, dass effektiv da eben es diesen initialen Request gibt, wie bei jeder Single-Page-Applikation, die im Prinzip diese Shell runterlädt, diese einzelne Seite, die dann tonnenweise JavaScript runterlädt und dann ab dann eigentlich nur noch den DOM manipuliert und nicht mehr die Seite neu lädt. Das ist mal ein Unterschied. Die Frage dann, die ist auch, wo ist der Zustand? Grundsätzlich gibt es da verschiedene Modelle. Wir haben klassischerweise bei JSF zum Beispiel sehr häufig Session Scope. Das heißt, wir haben eine Server-Session, eine HTTP-Session und dort werden dann die Daten vom Benutzer abgelegt. Und bei Single-Page-Applikationen haben wir in der Regel den Zustand auf dem Client. Das obere Modell hat den Nachteil, dass es schlecht horizontal skalierbar ist, sonst müssten wir den Zustand auf dem Server replizieren, wenn wir da
die Möglichkeit bieten möchten, dass jeder Request auf einen anderen Knoten im System geht. Oder wir machen eben diese Sticky Session, wie es so schön heißt, dass eben jeder Request dann auf denselben Knoten geht über den Load Balancer. Und das haben wir eben bei normalen Single-Page-Applikationen nicht. Bei Vadin ist es aber so, dass Vadin den Zustand auf dem Server hat. Also das heißt, wir haben eine Replikation vom Client-Zustand auf den Server und umgekehrt. Das heißt, wir haben immer auf Client und Server an und für sich denselben Zustand, also dieselben Werte in den Inputfeldern zum Beispiel oder dieselben Informationen über den Style, der im Moment gerade angezeigt wird bei einem Element. Genau. Das heißt, wir sind eigentlich zu Vadin gekommen über dieses No-Code-Tool. Wir haben nicht eine richtige Evaluation gestartet, wo wir gesagt haben, okay, jetzt nehmen wir React, Angular, Vue, Svelte, was auch immer, dass es da noch für Frameworks gibt und JSF und Spring MVC und Vadin und schauen mal, welches das am besten passt. Nein, wir waren eigentlich der Meinung, dass Vadin sehr gut passt, weil der Kunde auch Java-Entwickler hat und für die eine Entwicklung in Java natürlich viel einfacher ist als ein vollständiger Wechsel als zum Frontend wie mit Angular. Das wäre mit TypeScript und dem ganzen Build-Tool und so weiter. Vadin selber hat eine lange Geschichte, das ist 20 Jahre alt an und für sich, aber interessant ist eigentlich erst das Jahr 2009, also das heißt die Version 6. Da kam das Google Web Toolkit raus. Vielleicht mag sich daran noch jemand erinnern. Das gibt es im Übrigen auch immer noch. Wird immer noch weiterentwickelt, gehört aber nicht mehr Google. Also Google macht da nichts mehr daran. Die haben das relativ früh wieder rausgekippt, zugunsten von Angular dann, Angular 1. Und GWT ist somit nicht mehr relevant für Google selber. Dann später, 2017, hat man dann begonnen, auf Web Components zu setzen. Web Components, für die, die es nicht kennen, ist eine Möglichkeit, HTML zu erweitern. Das heißt, ich kann an und für sich eine JavaScript-Datei machen, dort ein wenig Template-Code und Logik-Code reinschreiben und das dann entsprechend registrieren und dann habe ich zusätzliche HTML-Elemente. Das heißt, ich kann dort irgendwie meine Checkbox machen. Und dann habe ich dann auch den Tag MyCheckbox, das ich dann verwenden kann. Der Vorteil von Web Components jetzt in diesem Zusammenhang ist, erstens bietet Vadin sehr viele Web Components, die heißen Vadin Components, das sind vadinifizierte Web Components, also die ich out of the box verwenden kann. Aber an und für sich kann ich mit Vadin sämtliche Web Components, die es irgendwo gibt, anbinden. Das ist überhaupt kein Problem und dafür gedacht. Und deshalb ist das interessant, weil Web Components können Sie auch außerhalb von Vadin in anderen Bereichen verwenden. Sie können die mit JavaScript-Frameworks verwenden, Sie können die in statischen Webseiten verwenden, wie auch immer das dann sein soll. Entscheidend, und das ist eigentlich auch der Grund, warum dass wir uns definitiv dann für Vadin entschieden haben, ist, dass letztes Jahr Vadin Flow rauskam. Vadin 10 ist und höher ist völlig anders als alles, was vorher bei Vadin ist. Das Programmiermodell selber sieht noch gleich aus, aber die Architektur ist vollkommen anders. Und zwar haben wir eben einerseits diese Java UI Komponenten API, die werden wir dann sehen. Die Web Components habe ich bereits gesagt. Was entscheidend ist für Vadin Flow, wir brauchen keine REST API. In einer klassischen Single-Page-Applikation haben Sie immer drei Dinge, die Sie entwickeln müssen. Sie müssen im Prinzip eine UI implementieren. Sie müssen eine REST API implementieren, die mit der UI kommunizieren kann. Und Sie müssen dann die ganze Business-Logik und im Prinzip der Datenzugriff in Form von Repositories zum Beispiel implementieren. Das fällt völlig weg. Also das heißt, wir haben ein Java-seitiges Komponentenmodell, mit dem wir direkt auf Services oder Repositories zugreifen können. Das andere, wir haben ein bidirektionales Datenbinding von Client zu Server. Das heißt, wenn ich auf dem Client etwas ändere, wird das repliziert auf den Server. Wenn ich auf dem Server etwas ändere, wird das automatisch auf den Client übernommen. Und das sieht dann von der Architektur im Wesentlichen so aus. Wir haben oben den Browser. Im Browser an und für sich haben wir dann Web Components, wir haben HTML Templates, wir haben eine Theme, die wir verwenden können. Das heißt, wir können sämtliche Vadin Komponenten verändern. Also es gibt im Prinzip zwei Themes. Die eine heißt Lumo. Das ist so eine Standard Theme, die so ein bisschen an Bootstrap erinnert.
Und wir haben eine Material Design Team, die dann eben das eckige Material Design bietet. Und dann gibt es den Server bei uns, oder bei meinem Beispiel ist das Spring Boot. Das heißt, Vadim kann man als Spring Boot Applikation betreiben. Da gibt es einen Spring Boot Starter. Sie können das aber auch als Servlet betreiben und dann irgendwie in einem Application Server oder im Tomcat direkt oder so laufen lassen. Und auf der Serverseite gibt es eben die Komponenten nochmal, einfach in Java. Es gibt die HTML-Templates, die ich verwenden kann fürs Layouting. Das verwenden wir im Übrigen nicht. Wir verwenden nur Java-Code. Es wäre auch möglich, dass wir HTML-Templates machen und dann im Prinzip nur das Event-Handling in Java wäre. Das wäre so, keine Ahnung, was für ein Modell, vielleicht wie XAML von .NET. Und dann gibt es eben User Interface Code, das ist den wir schreiben. Und dann haben wir das Backend mit Business Logic und Persistenz. Und interessant ist eigentlich die Kommunikation eben zwischen Client und Server. Die läuft dann über normale HTTP-Requests oder eben auch über WebSockets. Das heißt, wir können pushen. Also das heißt, ich kann vom Server Meldungen an den Client schicken, zum Beispiel mache ich einen Hintergrundprozess, bereite ein PDF-Dokument auf, das ein wenig länger geht und kann dann den Benutzer notifizieren, wenn das fertig ist und ihm direkt was zeigen. Also das heißt irgendein Dialog, wo er dann das Dokument runterladen kann. Zum Beispiel, das ist sehr, sehr praktisch. Wie startet man mit Vadim? Das ist ganz einfach. Es gibt vadim.com/start. Da gibt es dann Beispiele, die ich auswählen kann und das generieren. Oder neuerdings gibt es auch Gitpod. Gitpod ist im Prinzip eine Online-ID, wo ich direkt eine Vadim-Applikation starten kann oder erzeugen kann, die ich nicht lokal klonen muss, sondern die ich direkt dort dann in diesem Web-ID läuft. Jetzt, wie sieht Vadim aus? Und da wechsle ich mal gleich rüber hierhin. Das sieht man dann vielleicht ein bisschen besser. Wenn wir eine einfache Applikation bauen wollen, hier eine Seite, die nichts anderes macht, als Hello zu sagen, ist es so, dass wir eine Klasse definieren, die in der Regel den Suffix View hat. Suffix View deshalb, weil wenn wir jetzt hier eine View machen und sagen, du bist eine Route, also Vadim im Gegensatz zu den alten Versionen von Vadim, vielleicht kennen das Leute, die zuhören, ist es so, dass Vadim ein Routing hat und im Prinzip deshalb jede View, die ich hier definiere, ist auch über eine URL erreichbar. Das werden wir dann noch sehen, wie das aussieht. Und der Standardname, der Route, respektive die URL, die dann dahinter steht, das ist im Prinzip der, wenn ich da nichts angebe, ist das der Klassenname ohne den Suffix View. Also das heißt, ich habe das dann unter Hello zur Verfügung. Dann wird meine View von irgendetwas ableiten, in diesem Fall von Vertical Layout. Vertical Layout ist ein Layout von Vadim. Vadim hat aber auch Klassen für sämtliche HTML-Elemente. Ich könnte hier von einem Div ableiten oder von einem Paragraphen oder von irgendwas. Das ist im Prinzip alles möglich. Und hier habe ich dann im Konstruktor drin, erzeuge ich ein Textfield, mache ein Label, dann mache ich einen Button. Der Button hat dann den Text Greet als Titel und hier der zweite Parameter dieses Lambda ist dann der Action Listener, also das heißt der Button Click Listener im Wesentlichen. Ich kann noch einen Enter Click Shortcut hinzufügen und füge das dann, weil es Vertical ist, da unter einen anderen hinzu. Und wenn ich das dann starte, dann sehen wir mal, was passiert. Das ist ganz interessant. Also hier, wie gesagt, startet Spring Boot. Jetzt wird dann noch eine H2DB erzeugt und ein wenig Daten reingeladen. Und der Start, je nachdem, ob das gerade neu ist oder nicht, dauert mehr oder weniger kürzer oder länger. Und zwar ist interessant, dass hier steht NPM Install, da steht Running Webpack für Frontend Resources und das dauert jetzt auch eine Weile. Jetzt steht da sogar, hier oben steht da was von
Wo waren wir? Starting Webpack Dev Server, und dann kommt Flyway und Atmosphere ist für das Pushing, also das ist das WebSocket Framework, das verwendet wird. Aber an und für sich sind diese beiden Teile hier interessant. Also das heißt, Vadim generiert mir hier zur Startzeit eigentlich den JavaScript-Code. Also das heißt, diese App.js oder wie es auch immer heißen kann, das dann heruntergeladen wird, das wird hier generiert. Und damit wir das eben auch ändern können, also dass wir im Prinzip so ein Live-Reload haben der Seite oder ein Reload des Codes, läuft auch eben auch dieser Webpack Dev Server, das kennen die Leute, die JavaScript Frontends entwickeln, sicher, der dann im Prinzip als Webserver läuft und eben diese Änderungen dann anwendet, und dann funktioniert das Ganze wunderbar. Und das hat jetzt gestartet, und jetzt starten wir dann mal die Applikation. So. Und dann kommt meine Demo-Applikation, und jetzt gehe ich da mal in hier rein, und dann schauen wir das uns mal dann hier an, wenn ich das klicke. Also ich gehe jetzt auf die Hello-Seite, und interessant ist eigentlich, was hier alles abgeht. Also wir sehen, Vadim verwendet Post als Methode, und das hier im Prinzip sind dann die Aktionen, die ausgeführt werden. Ich lösche das mal, damit wir dann sehen, was passiert, wenn ich jetzt hier einen Text eingebe. Ich mache das mal, schicke Greet ab, das kommt relativ rasch zurück, hat man das Gefühl. Und das ist jetzt wirklich serverseitig gelaufen, das heißt, wir haben hier den zweiten Request, den können wir uns da mal anschauen. Das ist relativ schlecht lesbar, weil es ist eine Art JavaScript-JSON-Gemisch. Aber wenn wir da ein wenig rumblättern, ich hoffe, Sie sehen das, da steht dann Hello Chuck Switzerland oder Hello Chuck Schweiz drin. Das heißt, effektiv beim Enter oder beim Klicken auf den Greet-Button wird ein Post-Request an den Server gemacht, und als Antwort kriege ich dann an und für sich den, man könnte fast sagen, den UI-Zustand oder einen Teil des UI-Zustands, der aktualisiert werden soll, und Vadim wird dann diesen Zustand auf dem DOM anwenden und eben jetzt hier in diesem Fall Hello Chuck Schweiz einblenden. Das ist so, wie das funktioniert. Das heißt, wir haben eine Single-Page-Applikation, und das möchte ich nochmals zeigen. Vielleicht sieht man das, wenn ich da nochmals einen Refresh mache. Dann sehen wir hier, dass da Skripts runtergeladen werden. Also das Client-Ding, da Cache, das ist 143 Kilobyte groß. Dieses Vadim-Bundle hier ist schon 14 Mega, das ist so groß, weil wir jetzt im Development-Mode sind. Vadim kennt einen Development-Mode und einen Production-Mode, wie das eigentlich auch JavaScript-Applikationen kennen. Und beim Production-Mode wird das Ganze natürlich minifiziert und nur diese Komponenten mitgenommen, die wir auch verwenden, und die anderen natürlich nicht. Und der Client-Code ist an und für sich unser Code, den wir da implementieren wollen, das ist so die Art und Weise, wie das funktioniert. Genau, da sehe ich gleich die erste Frage. Wie verhält sich der Speicherverbrauch auf dem Server? Es kommt darauf an, was Sie dort ablegen. Also grundsätzlich nur der Zustand des UIs, das ist nicht wahnsinnig, fällt nicht wahnsinnig ins Gewicht. Es ist so, dass eben das horizontale Skalieren ja ein Problem ist. Das heißt, viele, die Vadim verwenden, verwenden das auf einem großen Node, das heißt, die skalieren dann vertikal und nicht horizontal. Und auf der anderen Seite gibt es Applikationen, glaube ich, von der Bank of America, die haben tausende von benutzen. Und das ist offensichtlich, funktioniert das. Vadim hat auch Showcases, die das zeigen. Für uns oder für, sagen wir mal so, für diese Business-Applikation, die ich primär mache, oder ein ERP-System, das ist völlig anders. Wir haben die Zahlen vorher gesehen, wir haben fast 2000 Datenbanktabellen, aber der Kunde, der die 2000 Datenbanktabellen hat, der hat vielleicht 50 User oder 100 User. Also das heißt, bei solchen klassischen Business-Applikationen ist die Benutzeranzahl sehr klein. Also ich würde mit Vadim primär Inhouse-Business-Applikationen machen,
da ist man massiv schneller als mit einem JavaScript-Framework. Sie haben es gesehen, das ist wie Swing. Swing ist sehr, sehr verbreitet. Die Leute kennen dieses Modell eigentlich, dass man so wie hier am Beispiel Applikationen entwickelt. Und das hat einen Vorteil. Ich habe nur ein Build-System, ich habe nur Maven. Also ich brauche keinen mit NPM und so weiter, Webpack, alles, was wir gesehen haben. Damit habe ich nichts zu tun. Das wird von Vadin verwendet, das geht mich nichts an. Und ich bin deshalb bei solchen Applikationen schneller. Ich bin aber der Meinung, wenn ich eine hoch interaktive Applikation machen möchte mit kleinzeitiger API-Integration von Location API, von Local Storage und so weiter, dass ich da alles machen könnte, dann würde ich vielleicht nicht unbedingt Vadin wählen. Aber für alle anderen Applikationen, eben diese klassischen Business-Applikationen, auch die gegen außen, die haben eben in der Regel nicht so viele Benutzer. Und deshalb spielt auch die Session-Größe wahrscheinlich keine Rolle. Genau, die 14 Mega haben geschockt. Ich kann das rasch schauen, wie groß das wird, wenn ich das hier mache. Ich lasse das mal laufen und dann kann ich weiterfahren. Dann sehen wir hier, das gibt ein Production-Profil und dann mache ich ein Package mit Production und dann sehen wir das dann später. Dann komme ich darauf zurück. Das war jetzt das einfachste Beispiel, das denke ich sehr einfach. Routing selber, eben Vadin 10 hat im Prinzip eben gesagt, okay, wir machen ja Web-Applikationen, dann wäre es gut, wenn man auch mit URLs und sowas anfangen könnte. Und deshalb haben wir eben dieses Routing eingebaut. Wir haben auch die Möglichkeit, Pfadvariablen zu verwenden, das haben wir hier gemacht mit dieser HasURL-Parameter-Interface, das wir typisieren können, müssen wir dann eine Methode implementieren, die heißt Z-Parameter und die kriegt dann den Parameter hier im Stringform zum Beispiel mit rein. Wir können noch definieren, ob der optional ist oder nicht. Und hier unten sehen wir dann, dass wir eben über das Event auf die Location zugreifen können und über die Location auch auf die Query-Parameter. Das heißt, es ist mit Vadin möglich, bookmark-fähige Seiten zu erzeugen. Es ist auch möglich, grundsätzlich eben diese Bookmarks dann zu verschicken. Das brauchen wir. Wir kennen so Links, die wird direkt auf einen Artikel kommen zum Beispiel oder auf eine Preisliste oder so. Und das verwenden wir sehr oft. Das war früher etwas mühsam. Was ich aber nicht verraten habe, ist natürlich, dass durch das, dass es eben eine Single-Page-Applikation ist, gibt es natürlich keine Requests. Also es gibt schon Requests, eben diese Post-Requests, aber es wird nicht Get-Requests gemacht, auch nicht beim Navigieren, das ist noch wichtig. Beim Navigieren wird auch nur die Seite ersetzt, wie das halt bei einer Single-Page-Applikation ist, oder der Inhalt wird ersetzt, besser gesagt. Das heißt, wenn Sie Spring Security verwenden, dann müssen Sie die Security prüfen bei der Navigation in Vadin. Sie können dann nicht wie bei einer Spring MVC-Applikation zum Beispiel üblich, über diese HTTP-Konfiguration da mit Permit All und Rows Allowed und so weiter arbeiten, weil es eben keine echten Requests gibt. Dann fangen wir an mit dem, was eigentlich entscheidend ist. Und hier möchte ich eben die Vorteile zeigen von Vadin, wenn man mit datenlastigen Applikationen zu tun hat. Das erste Mal, wir haben ein Grid. Grid ist eine Tabelle und die brauchen wir ja überall. Und das Grid von Vadin, das bietet per se Paging mit Lazy Loading, das ist sortierbar, filterbar und editierbar out of the box. Also das heißt, hier unten haben wir ein Beispiel, ich erzeuge da ein Grid, sage, wie meine Spalten heißen, hier über den Custom Record zum Beispiel, der hat dann die Attribute ID, First Name, Last Name und E-Mail, das ist eine Möglichkeit, dann werden diese Spalten automatisch erzeugt und haben dann automatisch auch im Prinzip Getter und Aufrufe auf diesen Custom Record für die Felder abzufragen. Und hier sehen wir noch, dass es auch möglich ist, in eine Komponente, in eine Column drin Komponenten zu rendern. Einerseits hier, um einen Link reinzubringen als Beispiel, aber man könnte sich auch vorstellen, dass man da ein editierbares Grid baut, dass man da eben Textfelder reinbringt und so weiter und so fort. Was man bei den Grids auch kann, man kann die Spalten umsortieren und dazu kriegt man auch Events, also wir verwenden zum Beispiel diese Events, um die Einstellungen des Benutzers abzuspeichern, der kann die Spalten umsortieren, kann die Breiten verändern und so weiter und dann wird das automatisch gespeichert und wieder angewendet. Also das ist ein großer Vorteil.
Und eben dieses Lazy Loading oder das Datenladen von Vadin Grid oder auch allen Vadin-Komponenten, die im Prinzip eine Liste von Daten darstellen können, das heißt eine Combo-Box, ein Select-Element zum Beispiel, alle diese basieren auf einem Data Provider oder benötigen einen Data Provider und da gibt es verschiedene. Zwei typisch verwendete sind sicher der List Data Provider, also wenn Sie wenige Elemente haben, vielleicht 10, 20, dann können Sie einen List Data Provider verwenden. Wenn Sie aber viele Daten verwenden, dann wollen Sie ein Paging haben und das sieht dann so aus, dass Sie hier in zwei Methoden implementieren müssen, nämlich eine Find-Methode, die im Prinzip die Elemente zurückgibt, die dargestellt werden sollen und ein Count, der zurückgibt, wie viele Elemente im Total, dass es gibt, drin wären. Und in beiden Fällen kriegen Sie ein Query rein. Das Query ist ein sogenanntes Vadin-Query. Und dieses Vadin-Query hat dann, wir sehen es hier oben, ein Offset zum Beispiel, ein Limit, aber auch Filterinformationen und Ort bei. Also er weiß dann, nach was sortiert wird und ich kann das dann anwenden. Ich habe hier eine Repository-Methode gemacht, zum Beispiel FindAll, wo ich dann den Filter und Sort bei verwende. Und beim Count muss ich natürlich den Filter auch anwenden, damit das Ganze funktioniert. Mit Vadin 17, glaube ich, ist das, hat Vadin auch direkt Support für Pageable von Spring Data, JPA oder was auch immer. Können Sie das Page oder wird direkt ein Pageable erzeugt oder können Sie das Pageable verwenden dazu? Und wenn Sie viele Daten haben, also ich meine jetzt wirklich viele, so Millionen Rows, und vor allem das Filter erzeugen relativ langsam ist, weil Sie vielleicht noch irgendwelche interessanten Sachen machen im Repository oder auf der Datenbank, dann stört diese Count-Methode. Und auch mit der neuesten Vadin-Version muss man die nicht implementieren, dann hat man im Prinzip eine Art unendliches Grid. Also da muss man nur die Find-All-Methode implementieren und das Count kann man weglassen, weil Vadin dann davon ausgeht, dass im Prinzip der Benutzer nie ans Ende kommt beim Blättern. Das wäre bei uns in der Datenbank wahrscheinlich auch so. Die Verkaufsdatensätze oder so, die sind sehr viele, die da verwendet werden. Und das Zweite, was es immer wieder braucht, ist natürlich ein Formularelement. Also das heißt, wir haben irgendein editierbares Formular, wo wir das eingeben können und dort braucht man Data Binding. Data Binding ist auch sehr praktisch implementiert. Wir sehen es hier, es gibt einen Binder, den ich dann konfigurieren kann für ein bestimmtes Inputfeld. Ich kann dann definieren, wie die Null-Repräsentation sein soll. Da könnte ich auch Platzhalter einfügen oder so. Dann gibt es Converter. Hier habe ich einen eingebauten String-to-Integer-Converter. Da ist Default Null und das zweite ist dann die Fehlermeldung, die kommen würde. Ich kann aber auch beliebig irgendwas implementieren. Wir haben Converter, die alles Mögliche konvertieren. Implementiert Datum zum Beispiel kann man bei uns in allen möglichen Formaten eingeben und es wird dann in ein Datum konvertiert. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, einen Validator zu definieren. Es gibt auch einen Bean Validation Binder im Übrigen, der direkt die Validierungsinformationen von Bean, oder besser gesagt Bean Validation verwenden würde für die Validierung. Aber Sie können an und für sich hier irgendwas implementieren. Und das Binding funktioniert dann über Getter und Setter, logischerweise, die wir hier als Methodenreferenzen übergeben können. Also ich denke, diese zwei Komponenten, Grid und Form, sind entscheidend für unsere datenlastigen Applikationen. Und die braucht es auch. Und das habe ich auch im Beispiel. Es gibt da ein Employees View, die sieht ein wenig anders aus als im Skript drin. Die erzeugt ein Grid, wie wir hier sehen. Wir haben auch Multisort-Unterstützung. Das heißt, es wird dann nach verschiedenen Spalten gleichzeitig sortiert. Wir haben hier den Data Provider, der verwendet Juke. Darauf komme ich dann noch. Und hier sehen wir eben, wie wir Columns anlegen können. Wir können hier direkt die Referenz auf den Getter übergeben. Wir können Set-Header machen. Im Übrigen ist Internationalisierung auch eingebaut. Was heißt das? Wir können einen i8CN-Provider implementieren und der kann dann aus Property-Files lesen oder aus der Datenbank, wo auch immer er die Texte her haben möchte. Und grundsätzlich gibt es dann eine Methode,
die heißt Get Translation. Und die gibt es auf jeder Vadim-Komponente eingebaut und die verwendet dann diesen Translation Service oder diesen I18 Provider. Da können wir Sort Properties, im Prinzip die Idee, dass wir da einen eindeutigen Namen übergeben, den wir dann verwenden können, um zu wissen, nach was wir sortieren können. Und hier haben wir eben einen Button drin, in der Komponente drin, und der öffnet dann einen Dialog zum Beispiel. Mal schauen, ob ich das noch aufhabe. Wo ist mein Browser? Ah, das hat jetzt natürlich nicht mehr funktioniert, genau. Und der würde dann den Dialog starten, den wollte ich Ihnen noch kurz zeigen. Und der sieht dann so aus, dass wir eben hier den Binder machen für die Felder. Sie können auch Read-Only-Properties definieren oder Felder definieren, die haben dann nur den Getter zum Beispiel. Es gibt As Required als Pflichtfeld, dann haben Sie so einen roten Punkt bei den Feldern, wenn Sie was eingeben müssen und so weiter. Also da sieht man dann, was man so implementieren könnte. Das können Sie sich aber selber anschauen. Gut, jetzt sehe ich gerade, dass der Bild fertig ist. Dann wollen wir mal schauen, ob wir herausfinden, wie groß das Bundle geworden ist. Das müsste hier irgendwo sein. Nein, hier. Was ist das da? Das ist wahrscheinlich das von heute. Jetzt ist die Frage, wo das abgelegt wurde. Hier sehen Sie die Repräsentationen der Vadim-Komponenten. Also das sind dann eigentlich jede Komponente eine eigene. Wir haben auch Komponenten selber gemacht. Das ist relativ einfach. Oder Komponenten machen lassen. Und jetzt muss ich da rasch schauen, wo die Ressourcen abgelegt werden. Nicht hier, sondern hier. Und hier sehen wir das, was abgelegt wird. Genau. Und das Bundle, ja, das ist das Source Bundle. Grundsätzlich das Bundle, das erzeugt wurde, die sehen wir wahrscheinlich hier drin. Das sind die, die drin sind. Das sind ein paar Megas. Die sind massiv kleiner natürlich als vorher. Ja. Das ist zu sagen. Welche das jetzt geladen wird, das kann ich Ihnen hier aufgrund dessen nicht sagen, das habe ich nicht angeschaut. Genau. Gut. Dann das, was ich bereits erwähnt habe, Push. Wir können auch pushen. Vadim verwendet Atmosphere, damit es auch einen Fallback gibt auf Long Polling, wenn da Websockets nicht erlaubt sind zum Beispiel. Und das heißt, Sie können im Prinzip hier pushen. Wichtig ist einfach, dass das Ganze im richtigen Kontext abläuft, also für die, die eben Swing-Applikationen gemacht haben, zum Beispiel, die wissen, es kann nur ein Thread aufs UI schreiben und hier ist es dasselbe. Also wir können hier über das UI von Vadim eigentlich Access gewinnen, in dem Sinn, dass wir hier in den richtigen Kontext reinkommen und dann hier Notification Show aufrufen werden. So, genau. Das funktioniert super, das ist ganz einfach. Und brauchen wir sehr oft eben zum User notifizieren bei Background-Geschichten. Dann ist es so, dass Vadim nicht vollständig frei ist. Was heißt das? Vadim selber, Vadim Flow, ist Open Source. Aber es gibt gewisse kommerzielle Komponenten, von denen brauchen wir keine im Übrigen. Die sind zwar nett, aber für unseren Fall reichen die Standardkomponenten. Aber es gibt einen entscheidenden Bereich, der kommerziell ist. Und das ist die Testbench. Testbench ist das Test-Framework von Vadim und basiert auf Selenium. Warum basiert das auf Selenium? Das Problem ist, Vadim verwendet Web-Components und Selenium nicht. Also das heißt, ich kann keine Vadim-Applikation mit Selenium direkt testen. Das heißt, ich brauche da eine Erweiterung, damit es funktioniert. Also für die, die Selenium kennen, es gibt Selenium ID, das ist ein Firefox-Plugin, das kann ich installieren und dann kann ich die Tests aufzeichnen. Das geht mit Vadim nicht, ja, da wird nur ein Bruchteil vom Ganzen wird da aufgezeichnet. Das heißt, es gibt dann Erweiterungen, das heißt, jede Klasse, die ich verwenden kann, zum Beispiel das Textfield, hat dann ein Textfield-Element dazu, das leitet ab von Web-Element ganz zum Schluss, von Selenium. Und hier kann ich dann Werte setzen, irgendwelche Keys
aufrufen und so weiter. Und das macht im Prinzip dann oder testet dann meine Web-Applikation. Und das startet dann den Browser, den ich definiert habe, Chrome-Driver, mit Chrome-Driver zum Beispiel Chrome oder Firefox, und testet die Applikation. Da sind wir daran, das aufzubauen. Wir sind im Moment bei ungefähr 60% Testabdeckung vom Framework-Code primär und vom Java-Code, den wir implementieren, weil wir ja auf dieser Ebene keine Unit-Tests machen wollen. Wir könnten, weil grundsätzlich kann man jede Wadin-Komponente auch instanzieren und damit was machen und dann schauen, was passiert. Aber grundsätzlich wollen wir eben auf UI-Ebene testen und das verwenden wir das da. Das ist sehr, sehr praktisch. Und zu guter Letzt noch, eben Wadin ist eine Single-Page-Applikation, das haben wir gesehen. Wadin bietet auch PWA-Support. Was heißt jetzt PWA-Support? PWA bedeutet Progressive Web Application und ist die Idee, dass man eine Applikation auch praktisch unabhängig vom Netz verwenden kann und die auch installierbar sein kann. Und dazu gibt es zwei Bereiche. Das eine ist ein Web-App-Manifest, das man machen kann, wo dann ein Icon, ein Name, eine Beschreibung zum Beispiel drin ist. Und das führt dann dazu, dass die installierbar ist. Das heißt, diese Postgap hier, die man sieht, das ist unsere Applikation, die jetzt hier mit einem schlechten Icon im Moment noch, aber die jetzt hier in Windows installiert wurde, weil es eben eine PWA ist. Und auf der anderen Seite haben wir Service Worker. Der Service Worker erlaubt dann eben Zugriff auf gecachte oder erlaubt Caching und Zugriff auf gecachte Ressourcen und erlaubt auch Push-Nachrichten. Also nicht das Push, das ich vorher gemacht habe, wo ich im Prinzip vom Server auf den Client pushe zu einer Interaktion oder einem UI drin, sondern eben die Push-Nachrichten, die dann zum Browser gehen. Das haben Sie sicher auch schon gesehen, wenn Sie den Browser fragt, wollen Sie Push-Nachrichten zulassen von irgendeiner Tageszeitung oder so. Das ist dann dieses Push, das hier gemeint ist. Und das funktioniert auch. Genau. So, das war es zu dem Ganzen. Jetzt Frage, sehe ich gerade, Lukas hat eine Frage gestellt, könnte Wadin die teure separate Countdown-Frage auch über Countdown-Fensterfunktion in einem einzigen DB Roundtrip abwechseln? Nein. Das Problem ist, doch theoretisch schon. Man müsste aber dafür sorgen, dass, ja, aber das ist relativ kompliziert. Also ich könnte im Prinzip im Count drin die erste Datenabfrage machen, mit der Fensterfunktion zusammen. Und dann könnte ich das Resultat der ersten Abfrage aufbewahren und das halt dann zurückgeben, wenn es das erste Mal gepaged wird. Weil grundsätzlich wird eigentlich zuerst Count aufgerufen und dann wird das erste Mal, jetzt in meinem Fall, Find All aufgerufen. Aber das könnte man sicher optimieren. Ja, das ist eine Möglichkeit. Bei uns spielt es überhaupt keine Rolle, weil unsere Count-Abfragen sind nicht teuer. Also wir haben zumindest keine Werbedingungen, die jetzt da sehr komplex sind. Warum? Weil wir verschiedene Sachen machen. Dort, was relativ aufwendig ist, haben wir Views. Manchmal haben wir auch temporäre Tabellen, wo Daten abgespeichert werden für den Kunden. Und das heißt, Funktionen oder so, die sind dann, wenn die in der Werbedingung drin wären, wären zum Beispiel materialisiert oder eben in der temporären Tabelle als Resultat vorhanden. Das ist für uns eigentlich kein Problem. Genau. Gut. Dann gehen wir kurz zu Chuck. Chuck selber ist die Möglichkeit, typsicheres SQL in Java zu schreiben. Für die vielleicht Spring Data JDBC verwenden oder irgendwie JPA oder Hibernate, die wissen, Abfragen zu schreiben ist immer String, außer sie verwenden da die lustige Criteria API oder lassen sich über die Methodensignaturen das Query generieren. Das ist aber sehr limitiert, also die Criteria API ist sehr mühsam und das Generieren der Methoden, das hört dann an Too-Many-Beziehungen irgendwann mal auf. Und deshalb ist es unter Umständen interessant, SQL zu verwenden. Was auch ganz wichtig ist, für uns zumindest, ist, wir haben, wie gesagt, 4600 Prozeduren oder Functions und die wollen wir auch aufrufen. Und das ist mit Hibernate auch nicht eine lustige Übung. Auch dort sind dann Strings drin, die irgendwo enden können. Und mit Chuck können wir direkt die Prozeduren aufrufen. Chuck besteht aus zwei Teilen im Wesentlichen. Wir haben einen Generator und eine Domain-Specific Language, mit der wir eben SQL schreiben können. Der Generator selber
Hier als Beispiel, den kann ich als Maven-Plugin zum Beispiel konfigurieren. Und hier mache ich etwas Spezielles. Da verwende ich eine DDL-Database als Source. Und diese Source, die verwendet jetzt hier in diesem Fall Flyway Migrations. Also das heißt, Juke geht hin, nimmt die SQL-Skripts und generiert daraus was und zum Schluss generiert hier meine Klassen. Und was generiert Juke? Juke generiert für jede Tabelle oder für jede View auch und für jede Prozedur, für jeden User-Defined-Type, für was es auch immer noch gibt, im Prinzip ein Objekt oder eine Klasse. Hier haben wir Department und Employee, das sind meine Tabellen, die ich habe, und V-Employee ist eine View, die ich verwende in der im Grid drin. Und was dann dazu generiert wird, ist ein Record. Der Record, den kann ich dann verwenden als Resultat. Der ist unter Umständen auch updatebar. Das werden wir dann noch sehen. Ich kann das auch anders machen. Ich switche da mal rüber in unser richtiges Projekt, damit wir mal schauen, wie das hier aussieht. Hier ist es so, dass natürlich viel mehr generiert wird. Das heißt, mir die Libraries, ist da rasch hierhin. Hier haben wir dann effektiv diese Packages, die wir hier drin haben, das sind die Schemas, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schema plus noch ein Teil vom Sys-Schema. Sys-Schema ist das Data Dictionary von Oracle, das wir zum Teil brauchen, und wir brauchen gewisse Funktionen, die dort in diesem Sys-Schema abgelegt sind. Und hier drin sind dann effektiv unsere Packages, Routines, Tables, und da sehen Sie, was da alles generiert wurde. Und das, da findet man sich sehr gut zurecht, weil wenn wir Prozeduren in Packages ablegen, dann heißen die genau gleich wie hier der Package-Name, plus das sind dann die einzelnen Funktionen aus diesen Package-Namen oder die einzelnen Prozeduren aus diesen Packages draus. Das heißt, wir haben hier eben alles generiert, das heißt, wir haben ungefähr 7000 Klassen, die von, nein, es sind mehr, sind, keine Ahnung, viel mehr, die hier generiert wurden, und die können wir eben dann verwenden. Das heißt, hier könnte der Generator auch eine Oracle-Datenbank sein, also die Source oder eine Postgres oder eine MySQL-Datenbank. Juke, auch dieselbe Warnung wie bei Vadim, Juke ist nicht gratis, Juke ist Open Source für sämtliche Open Source-Datenbanken, das heißt MariaDB, MySQL Open Source, Postgres, typischerweise H2. Wenn Sie aber SQL Server, Oracle oder etwas einsetzen, dann müssen Sie dafür bezahlen, weil für diese speziellen Datenbanken auch speziell Code entwickelt wurde, der dann eben etwas kostet. Aber im Verhältnis zur Datenbankkosten sind das geringe Kosten, die Sie da haben. Ich kann dann zum Schluss noch was sagen. Jetzt diese Tabelle hier, oder diese Table-Implementation. Employee, die hier generiert wird, habe ich einen Ausschnitt drin. Hier sehen wir, dass er im Prinzip für jedes Datenbankfeld eine Konstante generiert, die wir dann verwenden für die Abfragen. Das ist aber nicht das Einzige. Es ist viel interessanter, dass hier auch zurückkommt oder generiert wird, was dann für ein Datentyp ist, wie lange das der ist zum Beispiel, ob der eine Identity ist, ob der nullable ist. Und hier, ich war faul in meinem Beispiel, in den Anführungszeichen würde noch der Kommentar der Spalte drinstehen. Und das mit der Kommentarspalte oder mit der Übernahme der Spalte ist für uns sehr hilfreich, weil wir dann nicht jedes Mal in die Datenbank gehen müssen, um zu schauen, was ist jetzt das für ein Feld, was hat das für einen Inhalt. Weil, wenn Sie eben so große Datenbanken haben, ist es natürlich so, dass die Datenbank dokumentiert ist. Das heißt, wir haben für die Informationen da natürlich drin. Und hier habe ich noch einen Ausschnitt. Wir haben auch Primary Key, den wir abfragen können. Wir können Unique Keys abfragen und so weiter. Das ist in der Regel, braucht man das nicht unbedingt, aber jetzt in meinem speziellen Fall brauche ich das dauernd, weil ich zum Beispiel beim Selektieren im Grid den entsprechenden Rekt holen will, um in Form darzustellen. Deshalb brauche ich den Primärschlüssel und ich mache das generisch, also nicht generisch, sondern mehr oder weniger generisch. Und deshalb verwende ich dieses Metamodell. Die Juke-DSL, die sieht dann im Wesentlichen so aus. Es gibt eine Klasse, die heißt DSL-Context. Die kann man sich injecten. Also es gibt auch für Spring Boot einen Starter, der
dann dazu führt, dass dieser DSL-Kontext automatisch konfiguriert wird, plus natürlich auch zum Beispiel den Transaktionen teilnimmt, weil es eben die Standard-Data-Source und Transaktionsmanagement verwendet. Genau. Und hier sehen wir ein Beispiel mit Insert. Also wir haben hier wirklich SQL, das wir schreiben können. Es gibt Abkürzungen wie Select From zum Beispiel. Das wäre Select und dann alle Felder, From Employee, das kann man abkürzen. Das gibt es im SQL-Standard so nicht. Oder wir können auch Projektionen machen und nur einzelne Felder verwenden. Und Sie sehen hier, das violett großgeschriebene ist eben die, da sind eben die Datentypen aus diesem generierten Metamodell. Und dadurch sind wir typsicher. Also wenn ich jetzt hingehe und da den Employee-Name zum Beispiel ändere und sage, ja, nein, mein Employee hat jetzt neuerdings ein First Name und ein Last Name, dann kompiliert mein Code nicht mehr. Nein, ich muss nicht einen Test schreiben, der mir dieses Select testet. Also an und für sich muss ich überhaupt keinen Test schreiben für dieses Select hier, weil erstens mal durch die Juke DSL kann ich nur valides SQL schreiben. Also ich kann nicht Select Join schreiben, sondern ich muss da ein From machen zum Beispiel und auch die Werbedingung, das wird geprüft. Das wird auch geprüft, logischerweise über den Datentyp, ob der Name hier ein String ist, sonst müsste ich da was anderes übergeben und so weiter. Also da habe ich mal eine Prüfung, ob das Resultat der Abfrage korrekt ist, im Sinn von, bringt es das zurück, was ich will. Das muss ich testen. Aber ob das SQL läuft und ob die Feldnamen oder die Column Names stimmen, die da verwendet werden, das muss ich nicht prüfen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu, wenn ich Spring JDBC verwende oder Spring Data JPA oder JPA direkt. Dort muss ich durch das, dass ich überall mit Strings zu tun habe, das dauernd prüfen und auch Tests dafür schreiben, damit ich sicher bin, dass ich da keinen Fehler gemacht habe. Etwas, was ich bereits erwähnt habe, ist Juke erzeugt für Tabellen, die einen Primärschlüssel haben, also das heißt Tabellen, die dadurch updatable sind, auch ein updatable Record. Und dieser updatable Record, der hat dann Refresh, Store und Delete Methoden. Und das heißt, ich kann den Datensatz lesen und kann dann den verändern. Wir sehen es hier im Beispiel. Hier bei diesem Select from Employee kriege ich Employee Record zurück. Das heißt, alle Employee, die hier zurückkommen, die kann ich verändern und dann Store aufrufen und dann wird Juke entsprechend Insert oder Delete machen. Juke macht auch ein Change Tracking, das heißt, wird dann ein minimaler Update gemacht. Und hier im zweiten Beispiel, wo ich Projektion habe, kriege ich so einen Record zurück. Und der Record ist einfach ein generischer Record in dem Sinn. Es gibt Record 1 bis, keine Ahnung, 255 wahrscheinlich. Und der ist dann auch typisiert, also die Felder sind typisiert und drin habe ich dann diesen Employee, das heißt, ich könnte auf den Record hingehen und sagen, gib mir das erste, die erste Spalte oder der Wert der ersten Spalte, oder ich könnte aufrufen, gib mir den Wert der Spalte Employee.name, dann bin ich wieder typsicher. Häufig in diesem Fall möchte man aber wahrscheinlich zum Beispiel ein DTO haben, das man dann über eine REST-Schnittstelle zurückgibt. Das kann ich natürlich auch, es gibt Fetch-Into-Methoden und da kann ich dann den Resultattyp angeben und Juke wird dann, wenn es passt, daraus entsprechend das Objekt erzeugen, ein Objekt von dem Typ erzeugen, den ich da angegeben habe. Genau. Schauen wir da mal rein. Genau. Genau. Die Wadin-Fragen, die nehme ich dann später rein. Ich fahre noch mal ein wenig weiter mit Wadin und Juke. Der Punkt ist, Wadin und Juke passen sehr gut zusammen. Und dazu möchte ich zuerst nochmals ins Beispiel gehen. Da sehen wir das am besten. Und zwar durch diesen Data Provider Ansatz. Und wir haben ja hier einen falschen Dialog erwischt. Wir haben hier eine Tabelle. Und hier sehen wir, wie wir eben sehr gut mit Wadin zusammen und mit Juke diese anwenden können. Also erstes Mal habe ich mich für eine View entschieden. Das ist ein Detail, da hätte ich auch direkt einen Employee verwenden können, Projektion machen. Ich habe die View gemacht, weil in der View habe ich da, wie sieht die aus, die View hat dann ein Join auf Department und gibt mir den Department Name zurück zum Beispiel. Das ist eine Vereinfachung, deshalb habe ich die View verwendet. Wenn Sie datenzentrierte Applikationen bauen, sind Views gut oder sehr praktisch. Also Sie können sich dann riesige Abfragen, die Sie immer wieder verwenden, vielleicht sparen und diese in eine View ablegen und eben unter Umständen, wenn Sie Performance optimieren wollen, können Sie die View auch noch
materialisieren. Das bedeutet, die Daten werden dann vorgehalten von der Datenbank und bei der Abfrage sind dann die Daten ratzfatz da zum Beispiel. Und hier sehen wir eben, dass dieses Count und dieses Abfrage hier, dieses Fetch aufgerufen wird. Wir sehen auch, dass Vadin ein Chuck eine Methode Fetch Stream hat, die gibt dann einen Stream zurück, weil hier das Query ein oder der Callback Data Provider einen Stream erwartet. Und hier sehen wir, dass ich einen Filter erzeuge. Der Filter im Übrigen, da sehen wir hier, ich kann einen Filter erzeugen auf dem Grid. Und der Data Provider ist dann typisiert, das heißt, er hat dann als Daten den Employee Record und als Filter eine Condition. Eine Condition ist ein Teil einer Werbedingung bei Chuck, könnte man sagen, also ein Query Part, wie man hier sieht. Und ich kann dann direkt hier, wenn ich den Filter anwende, das mache ich hier unten, kann ich dann zum Beispiel Chuck-Code verwenden, um diesen Filter zu erzeugen. Da sage ich dann, Upper vom Employee-Name muss like sein wie der Wert vom Filterfeld to uppercase zum Beispiel. Und das kann ich dann, weil das hier eine Chuck-Condition erzeugt, kann ich das direkt als Filter verwenden und diesen Filter kann ich dann hier drin anwenden oder wenn der Filter nicht gesetzt ist, dann kann ich No Condition übergeben. No Condition ist dasselbe wie 1 gleich 1. Also ist 1 gleich 1. Das ist keine Bedingung. Kann ich aber trotzdem als Bedingung verwenden, wird dann von der Datenbank wegoptimiert. Genau. Und hier Offset und Limit kann ich direkt verwenden und Create Order By, das habe ich ein wenig implementiert, weil das Order By, da kriege ich im Prinzip das Query rein und in diesem Query kriege ich die Sort Order rein. Die Sort Order hat ein Feld und eine Richtung und im Prinzip mache ich aus diesem Query Sort Order Geschichte, mache ich dann sogenannte Order Fields, die dann wiederum verwendet werden können in der Order By Clause hier drin. Das ist, wie das funktioniert und das ist wirklich sehr praktisch. Da muss ich nichts machen. Eben der generierte Code, diesen V-Employee-Record, den kann ich direkt hier brauchen fürs Data-Binding. Und beim Dialog verwende ich den Employee-Record, den ich dann speichern kann. Also da wird der Employee-Record gebunden. Und beim Speichern sehen wir dann irgendwo hier unten, da verwende ich dann das Transaction-Template von Spring Transaction und führe da direkt das Store aus. Und das wird dann committed, wenn alles in Ordnung ist. Wenn es eine Runtime-Exception gibt, gibt es einen Rollback automatisch. Und was ich nicht gesagt habe, in Kombination mit Spring Boot, sobald ich hier eine Route definiert habe, ist die Employee-View auch ein Spring Bean. Also das heißt, die Employee-View kann dann, wie wir das hier sehen, über Constructor-Injection, Entschuldigung, kann ich mir dann hier zum Beispiel eben die DSL und dieses Transaction-Template reingeben lassen. Und weil das so lustig ist, habe ich ein kleines Open-Source-Projekt gestartet, das ist noch ganz am Anfang, wo man im Prinzip basierend auf einem Chuck-Record direkt eine Tabelle erzeugen kann. Also das heißt, ich kann dann, habe hier einen Record-Grid als Typ mit einem Builder, dem kann ich sagen, was ist die Basis-Tabelle oder View, die du verwenden willst, und dem muss ich den DSL-Kontext übergeben. Und dann kann ich die Spalten direkt über die Felder der Tabelle angeben. Ich kann dann noch ein Sorting angeben und das verwendet dann oder generiert dann mehr oder weniger oder verwendet dann im Hintergrund eigentlich denselben Data Provider, den wir hier im Beispiel gesehen haben, mit diesem Count und diesem Select, das da verwendet wird und das produziert dann an und für sich diese Tabelle hier oben. Das ist so die Idee hinter dem. Wie gesagt, das ist mehr oder weniger ein Abfallprodukt aus dem Projekt und ich bin da nicht weitergekommen, ich habe das einfach gelassen. Als Beispiel. Gut. Dann gehe ich mal zurück zu den Fragen. Genau. Backbutton ist unterstützt, das ist kein Problem. Ich denke, Backbutton ist heute überhaupt kein Problem mehr in der Regel. Ich kann auch, also es ist so, grundsätzlich muss ich mit Vadin kein JavaScript programmieren. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht kann. Also das heißt, ich kann an und für sich JavaScript-Code aufrufen, auf dem Server und der wird dann auf dem Client ausgeführt. Das heißt, ich kann irgendwas tun. Wir haben zum Beispiel einen Observer registriert, dass wenn
bei uns das Formular im Edit-Modus ist, also im Dirty State sozusagen, jemand, der das verändert hat, damit, wenn der den Browser versucht zu schließen oder den Browser-Tab zu schließen oder wegnavigieren will, damit es entsprechend eine Meldung gibt. Das haben wir drin. Genau. Erfahrung mit Vadin-Migration habe ich überhaupt keine. Warum? Weil ich habe mal Vadin 7 verwendet vor ganz vielen Jahren und dann habe ich Vadin nicht mehr verwendet, weil von meinen Kunden niemand Vadin verwendet und ich den Eindruck habe mittlerweile, dass das ein wenig schade war, weil Vadin eben für Backoffice, interne Business-Applikationen extrem gut ist. Auch die alte Version. Bei der neuen ist es so, dass es Migration Guides gibt. Also vielleicht kann ich da noch etwas dazu sagen. Ich habe gesagt, Vadin und Chuk sind beides, Dual Licensing Open Source Projekte. Das heißt, grundsätzlich Open Source ist der Teil, der Open Source ist, aber beide Frameworks haben einen kommerziellen Anteil. Und ich kann nur dazu sagen, dass der Support bei beiden Fällen, sei es Chuk und auch bei Vadin, der ist hervorragend. Das habe ich noch nie erlebt. Ich hatte sonst mit Support zu tun von Red Hat, IBM, Oracle, da können Sie sich vorstellen, da geht gar nichts. Also Red Hat habe ich die Erfahrung, da muss man zuerst ein minimales Beispiel erzeugen, damit man der das reproduzieren kann, der Supporter, und nach dreimal eskalieren ist es dann irgend bei jemandem, der einem helfen kann. Vadin hat einen Chat. Vadin ist so, dass ich direkt, eigentlich brauche ich, ich bin primär der im Projekt am meisten am Framework arbeitet oder fast ausschließlich am Framework arbeitet. Das heißt, ich habe sehr viel mit Vadin direkt zu tun. Ich brauche auch eben ein wenig JavaScript ab und zu. Und statt dass ich jetzt da Zeit verliere und das selber suche, frage ich einfach den Chat. Also ich kann wirklich chatten, sagen, hey Vadin, und da ich kenne mittlerweile die meisten Supporter, die dort arbeiten, die arbeiten rund um die Uhr, abgesehen davon. Das heißt, am Morgen habe ich in der Regel Leute aus Finnland dabei und am Nachmittag habe ich dann Leute aus Südamerika, die mir helfen. Und das funktioniert extrem gut. Und das heißt, wenn ich eine Migration machen würde, dann würde ich mir überlegen, ob ich nicht Hilfestellung von Vadin nehmen würde, weil man damit extrem viel Zeit gewinnt. Dasselbe gilt auch, wenn Sie, wir haben jetzt bereits Custom Components entwickeln lassen, zum Beispiel ein Split Panel, das man ein- und ausblenden kann, das gab es nicht. Das haben die Jungs in Finnland relativ rasch entwickelt. Im Übrigen Finnland, deshalb heißt auch Vadin ist ein weibliches Rentier. Oder der Name von einem weiblichen Rentier. Und das funktioniert wirklich gut. Und die Migration von vorher weiß ich nicht, aber ich behaupte jetzt von Vadin 8 auf Vadin 10, da ist die Unterstützung sehr gut. Es gibt natürlich sicher gewisse Sachen, die nicht mehr gehen. So viel, dass ich gesehen habe, ich bin auch aktiv im Vadin-Forum unterwegs, gibt es Funktionalität, die Vadin 8 geboten hat, die Vadin 10 so nicht mehr unterstützt vielleicht. Aber das muss man anschauen, wie das ist, genau. Genau, wie würde man Vadin Designvorgaben implementieren? Es ist so, dass, gehen wir mal, versuche nochmals meine Applikation von vorher zu starten. Oder nein, wir machen es anders. Ich zeige Ihnen mal einen Teil von der Applikation, wo ich dran bin. Also Vadin, wenn wir da starten, dann gibt es ja Beispiele. Oder ihr könnt auch hier sehen. Ja, das ist die Lumo-SIM, das ist die Default-SIM, die wir haben. Die sieht einfach so aus. Ich habe es Ihnen gesagt, jetzt so runde Buttons, die sieht ein wenig aus wie Bootstrap. Und die andere SIM, die es gibt, die heißt, die heißt Vadin Material-SIM, Material-Design, die sieht dann auch entsprechend aus. Mal schauen, ob es ein Beispiel gibt. Das heißt nicht. Genau. Aber grundsätzlich kann man die völlig verändern. Also das heißt, wenn ich jetzt hier, falscher Browser, nehmen wir den. Das ist unsere Applikation. Und die sieht völlig anders aus als das Lumo-SIM. Also das heißt, wir haben grundsätzlich hier eigentlich mehr oder weniger alles
verändert. Wir haben die Textfelder, oder bei uns ist es wichtig, dass der Benutzer viel sieht, weil je nach UI sind da sehr viele Informationen auf einem Bildschirm. Wir sehen es, wenn wir hier hingehen, dass da sehr viele Informationen drauf sind. Und deshalb sind bei uns die Labels sehr klein, die Textfelder sehr klein, was bei einer modernen oder heute aktuellen Web-Applikation wahrscheinlich nicht der Fall wäre. Da hat man ja riesige Inputfelder und riesige Labels, nur weil man es kann. Und das heißt, man kann das komplett alles überarbeiten. Das ist CSS in unserem Fall. Man könnte aber auch eine völlig eigene Theme definieren. Und was speziell ist, sind Web-Components. Das habe ich noch nicht gezeigt. Wenn wir hier da mal, ich kann es auch hier zeigen, wenn wir das mal anschauen, was hier effektiv drin ist, dann wird man sehen, dass hier eben ein Wadin-Textfeld drin ist. Das ist eine Web-Component, also das heißt ein Custom-Element, das heißt Wadin-Textfeld. Das gibt es ja nicht, das wird eben erzeugt. Und speziell daran ist, dass eine Web-Component einen sogenannten Shadow DOM hat. Das heißt, wir haben dann innerhalb dieser Komponente hier, haben wir effektiv den Rest, also effektiv das, was halt dann gerendert wird. Wir haben hier auch das Inputfeld, wie wir hier sehen. Und das kann ich auch alles teilen. Das ist aber ein wenig speziell, weil das sieht dann im Wesentlichen so aus, dass wir hier zum Beispiel was wollen wir da nehmen? Um ein Textfeld zu stylen, haben wir dann einerseits die Host-Komponente, das ist dann effektiv die Web-Komponente, und dann gibt es verschiedene Parts, die wir dann stylen können. Und hier haben wir auch, ich kann eigene Themes definieren, die dann effektiv auch hier angewendet werden. Und grundsätzlich habe ich Variablen zur Verfügung, das heißt, eigentlich kann ich die Theme dann über meine wo haben wir da die Luma-Theme? Im Prinzip kann ich dann hier diese Geschichten verändern, wenn ich das machen will. Und das wird dann auf alles angewendet. Das heißt, wir hatten eigentlich überhaupt keine Probleme, das umzustylen. Das ist überhaupt kein Thema. Soweit. Genau. Gut. Was haben wir noch? Genau. Bestehendes CSS könnte man auch verwenden, man muss es halt auf die entsprechenden Elemente anwenden. Das kommt ein wenig drauf an. Oder der Punkt ist, wenn Sie jetzt eine Firma sind und sagen, zum Beispiel Tim, der die Frage stellt, ist von der Universität Bern und die haben ein Uni-Layout. Und jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, okay, wir verwenden für alle Applikationen, die wir programmieren, Web-Components. Und dann machen wir Web-Components, die dem Uni-Bern-Style entsprechen. Und das heißt, ich könnte dann diese Web-Components in meine Applikationen einbinden, sei es Wadin-Applikation oder andere, und dann sieht das überall all gleich aus. Das ist eigentlich ein Vorteil von den Web-Components. Ich könnte auch die Custom-Components entsprechend stylen und teilen. Das wäre in dem Sinn kein Problem. Genau. Gut, das war's von meiner Seite. Gibt es sonst noch Fragen? Vielleicht. Dann möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass am 9.9. ein Wadin-Workshop an den CA-Open-Workshop-Tagen stattfindet mit mir und Jonas Bandi. Jonas Bandi kennen Sie vielleicht auch, der vertritt das andere Lager, das heißt die JavaScript-Ansätze. Wir haben hier wollen Wadin und Angular gegenüberstellen. Wir wollen so einen Deathmatch machen und da schauen, wer das Bessere ist zum Schluss. Und dort würden Sie, wenn Sie daran teilnehmen, auch beide Technologien ein wenig tiefer kennenlernen. Wadin im Sinn von auch als Einführung, weil der Quickstart ist sehr schnell mit Wadin. Angular primär halt als Gegenüberstellung des Ganzen. Es hat noch viele Plätze an diesem Workshop. Würde uns freuen, wenn der eine oder andere sich da anmelden würde. Gut. Genau. Enrico hat noch eine Frage. Das ist unter Umständen gar kein Vorteil. Der Vorteil von einer Single-Page-Applikation, wenn Sie eigenständiges Backend haben, ist ein Vorteil, wenn Sie eine multikanalfähige Applikation bauen wollen.
Also das heißt, ich mache eine Applikation, die hat einen mobilen Client, der in Android und iPhone oder auf iOS entwickelt wird als Native-Applikation, und ich mache noch eine Web-Applikation dazu, und dann mache ich noch eine Swing-Applikation oder eine JavaFX-Applikation. Dann habe ich einen riesen Vorteil, dann kann ich die REST-API wiederverwenden. Ich könnte auch Teile der REST-API öffentlich machen und dann könnte jeder, was er lustig ist, damit tun. Wenn wir aber sagen, nein, erstens mal, monolithische Frontends sind eh eine schlechte Idee, hat man gemerkt, deshalb gibt es auch Micro-Frontends mittlerweile. Aber es gibt ja die Strömung von den Self-Contained Systems, die da von InnoQ propagiert wird primär. Mittlerweile heißt das Ding sogar Makrolith oder sowas, habe ich auch schon gehört. Wie auch immer, und da ist die Idee, UI und Backend, also im Microservice-Gedanke, gehört zusammen. Das nehmen wir nicht auseinander. Und in dem Fall brauchen wir überhaupt keine getrennte Entwicklung. Abgesehen davon, dass wir, da wir ja JavaScript generieren oder programmieren, wir programmieren ja nicht TypeScript mit all den lustigen Tools von Angular, sondern wir programmieren Java. Und das heißt, jeder unserer Entwickler, der ist Java-Entwickler, und der kann, da er natürlich von einer Firma kommt, die ein großes Datenmodell hat, kann der auch sehr gut SQL und PLSQL. Und das bisschen UI, das er noch schreiben muss, das geht dann gut. Also ich denke, in so einem Setup ist der Full-Stack-Entwickler, ich weiß, der hat in gewissen Kreisen einen schlechten Ruf mittlerweile. Viele sagen, ja, der kann dann beides nicht. Das muss nicht stimmen. Und wenn Sie eben datenlastige Applikationen bauen, dann müssen Sie ja nichts können. Also das eine ist ein Grid, das andere ist ein Formular, vielleicht haben Sie noch ein Tree, vielleicht haben Sie eine Liste und dann sind Sie fertig. Also die Anzahl unterschiedlicher UI-Elemente, die ist an einer Hand abzuzählen. Und das andere ist, dass die UI-Komponenten von Wadin sehr gut sind. Das heißt, auch ein unerfahrener Entwickler kann sehr schöne UIs entwickeln mit Wadin. Das ist ein großer Vorteil. Und deshalb denke ich, ist es kein Vorteil, und in unserem Projekt wäre das ein Nachteil. Also wir sind so schnell. Wir können das so bauen, wie wir es jetzt gebaut haben, weil wir eben sämtliches, was wir machen, in Java entwickeln können und uns nicht um den JavaScript-Stack kümmern müssen. Ja. Gut, vielen Dank für das Beantworten der Fragen. Wenn noch Fragen sind, dann jetzt noch schnell hier reinschreiben. Oder alternativ, da kommt schon eine, oder alternativ im Anschluss noch im Slack-Kanal treffen. Ja, die kann ich noch beantworten. Was meinst du mit Usability? Also grundsätzlich mache ich eine Applikation, also ich mache datenzentrierte Applikationen, das haben wir ja bereits gesehen. Und die Usability ist dort die, dass ich möglichst rasch Daten erfassen kann, dass sämtliche Funktionstasten von F1 bis F12 inklusive Shift irgendwas Sinnvolles tun. Und das kann ich sehr gut. Dass die Tab-Reihenfolge stimmt, ist wichtig. Und dort geht es primär um das. Oder ein ERP-System hat, wir haben Tabellen mit Hunderten von Spalten. Und die müssen irgendwie editiert werden können, respektive auch dargestellt werden können auf einmal. Und da sind wir natürlich nicht im selben Bereich wie wenn ich eine End-User-fähige Applikation baue, die jeder begreifen muss, obwohl er keine Ahnung hat, wie diese Applikation funktionieren könnte. Bei datenlastigen und Business-Applikationen ist es so, dass in der Regel vor dem Bildschirm ein Fachmann sitzt, der erstens mal seine Daten kennt und die Funktionalität seiner Applikation sehr gut kennt, weil er die Applikation jeden Tag braucht. Und deshalb haben wir natürlich völlig andere Ansprüche an eine Applikation als an eine Applikation, die irgendwie eben fancy sein muss und irgendwelche lustigen Widgets haben muss, die da schön sind. Ja, das ist ein großer Unterschied, es sind auch unterschiedliche Arten von Applikationen. Mhm. Danke. Die nächste Frage von dem Roman, die kann ich beantworten. Das Webinar hier wird aufgezeichnet und wenn wir das dann noch gecheckt und kontrolliert haben und alles hoffentlich okay ist, dann wird das in den nächsten Tagen aufgeschaltet auf YouTube. Das heißt, am besten unseren YouTube-Kanal abonnieren. Die Adresse ist dann yt.jug.ch. Dann wird man weitergeleitet auf unseren YouTube-Kanal. Der Link ist auch direkt auf unserer Webseite drauf.
abonnieren. Und wenn man dann das Glöckchen dort anklickt, dann bekommt man auch eine Nachricht, wenn ein Video aufgeschaltet wurde, eine Aufzeichnung. Ganz brauchbar. Gut. Ja, wie gesagt, wir sind noch weiter erreichbar eine gewisse Zeit lang gleich im Slack, wo wir uns noch treffen. Das heißt, kommt gerne dazu, wenn ihr noch diskutieren möchtet. Und ansonsten vielen Dank, Simon, für den tollen Vortrag. Ich wechsle jetzt nochmal zurück auf meine Slides, dass ich jetzt nichts vergesse. Genau. Wir haben natürlich weitere Events in der Pipeline. Zwei davon sind schon auf unserer Webseite aufgeschaltet. Ein Sommerbier-Event in Basel. Da gibt's keinen Vortrag. Da gibt's Bier, gemütliches Beisammensein, miteinander diskutieren. Und ein Vortrag vom Kevin über Testcontainer. Der findet im September statt. Wir haben noch weitere Vorträge, die wir gerade vorbereiten, die in nächster Zeit aufgeschaltet werden. Also schaut auch bitte ab und zu mal auf unserer Webseite nach und abonniert dort unser Newsletter, dass ihr dann auch die Info bekommt, wenn wir neue Vorträge ankündigen. Apropos Vorträge, wir brauchen natürlich Input. Das heißt, wenn ihr gerne ein Thema bei uns sehen möchtet, dass wir das behandeln, dass wir darüber einen Vortrag organisieren, oder ihr einen Speaker kennt, der bei uns einen Vortrag machen sollte, bitte kontaktiert uns, schreibt uns und wir werden schauen, dass wir das möglich machen. Eventuell habt ihr sogar selber einen Vortrag, dann wären wir natürlich auch sehr glücklich, den dann mit euch zusammen machen zu können. Und wenn es auch euer erster Vortrag ist, dann können wir auch Hilfestellung bieten. Wir haben da sehr kompetente Leute bei uns, die dann auch mit dran arbeiten, wie man so etwas macht. Also kontaktiert uns gerne und gebt uns Input. Und apropos Input, Input über den heutigen Talk, das, was Simon gemacht hat, wie das bei BigMarker gewesen ist, etc. Da gibt es ein Feedback-Formular, da werdet ihr gleich weitergeleitet, wenn ich jetzt das Webinar in wenigen Momenten beende. Und nochmal die Erinnerung, danach habt ihr noch die Möglichkeit, eure E-Mail-Adresse einzutippen. Die wird nicht mit dem vorher abgeschickten Formular verknüpft. Das versprechen wir euch. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eine IntelliJ-Lizenz zu gewinnen. Jeden Monat verlosen wir eine unter allen, die Feedback gegeben haben. Ja, das war's dann schon. Vielen Dank. Wie gesagt, wir sind gleich noch im Slack, der Simon und ich. Und wir wünschen euch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.